Mit der Errichtung des Biomasse-Heizkraftwerkes Piesteritz-Wittenberg setzten die Stadtwerke Leipzig und ihre Partner Maßstäbe. Mit fast 33% elektrischem Bruttowirkungsgrad und einem Brennstoffnutzungsgrad von 50% wurde bei dieser Anlage in der Kategorie holzgefeuerte Heizkraftwerke bis 20 Megawatt elektrische Leistung der bisher höchste Wert in Deutschland konzipiert. Zusätzlich erfolgt eine Wärmeauskopplung mit einer Leistung von 10 Megawatt. Als Medium dient Prozessdampf, der im Agrochemiepark Piesteritz zum Einsatz kommt. Das Heizkraftwerk kann mit seiner Leistung eine Kleinstadt bis 60.000 Haushalte mit Elektroenergie versorgen. Für den Betrieb des Biomasse-Heizkraftwerks sind 22 Mitarbeiter beschäftigt. Zur Versorgung des Kraftwerkes mit Brennstoff wird naturbelassenes Holz eingesetzt. Dieses wird entweder aus Rundholz angeliefert oder schon durch Fremdfirmen zu Hackschnitzel der Größe G50 zerkleinert. Pro Jahr werden ca. 100.000 Tonnen ATRO, das heißt absolut trocken, verarbeitet. Bei Anlieferung des Brennstoffs werden die Fahrzeuge bei Einfahrt und Ausfahrt gewogen. Aus der Differenz ergibt sich der gelieferte Brennstoff. Gleichzeitig werden Holzproben entnommen, um die Qualität des Brennstoffes zu ermitteln. Dafür werden die Proben zunächst gewogen, 16 Stunden in einem Darofen bei 103 Grad Celsius getrocknet und erneut gewogen. So kann dann der Wassergehalt und damit der Heizwert des Holzes bestimmt werden. Das angelieferte Rundholz wird über Förderbänder dem Hacker zugeführt. Dieser kann Stämme bis zu einem Durchmesser von 80 cm verarbeiten und hat eine Hackleistung von 110 Tonnen pro Stunde. Der schon zerkleinert angelieferte Brennstoff wird auf dem Hackschnitzelplatz abgekippt und von dort per Radlader dem Brennstofffördersystem zugeführt. Im weiteren Verlauf werden eventuell vorhandene Metallgegenstände durch einen Magnetabscheider ausgesondert. Ebenfalls werden Überlängen aussortiert, die nochmals zerkleinert dem Kreislauf wieder zugeführt werden. Über Schrägförderer können Hackschnitzel vom Hacker oder vom Hackschnitzelplatz entweder in Abwurfboxen des Bunkers transportiert oder der Kessel direkt beschickt werden. Eine vollautomatisch gesteuerte Krananlage übernimmt selbstständig das Beschicken des Kessels, die Verteilung im Vorratsbunker und das Entleeren der Abwurfboxen. Im Vorratsbunker kann Brennstoff für ca. 3 Tage bevorratet werden. Der Brennstoff wird durch den Automatikkran in den Brennstoffvorlagebehälter befördert. Von da gelangen die Hackschnitzel über Kettenförderer und Zellradschleusen in die Brennkammer des Kessels. Der Kessel ist ein Naturumlaufkessel mit Wirbelschichtfeuerung. Das heißt, die Hackschnitzel werden in ein heißes, durch Luftdüsen von unten aufgewirbeltes Wirbelschichtbett gegeben. Hier verbrennen die Hackschnitzel, indem sie den gesamten Brennraum ausfüllen und schließlich mit den Rauchgasen aus der Brennkammer getragen werden. Dabei wird die Wärme an die Kesselrohre übertragen. Sand wird ebenfalls in den Brennraum gegeben, um die Temperatur zu vergleichmäßigen und die Wärme zu speichern. Im Brennraum herrschen Temperaturen zwischen 850 und 880 Grad Celsius. Bei diesen Temperaturen wird die Kesselwand erhitzt und der Dampf für den Betrieb der Dampfturbine erzeugt. Die Dampftemperatur wird in den Überhitzern so weit erhöht, dass die Turbine optimal arbeitet. Im nachfolgenden Zyklon werden durch Zentrifugalkraft Sand und grobe Asche und Holzpartikel von den feinen Aschepartikeln abgeschieden. Die groben Partikel werden erneut dem Brennraum zugeführt. Der Economizer dient zur Optimierung der Anlage, das heißt, hier werden die immer noch hohen Abgastemperaturen zur Vorwärmung des sogenannten Speisewassers genutzt. Eine ähnliche Funktion hat der LUFO, der Luftvorwärmer. Hierbei wird für den Verbrennungsprozess benötigte Frischluft vorgewärmt. Die Verbrennungsluft gibt dabei einen Teil ihrer Restwärme an die sie durchströmende Frischluft ab. In der Rauchgasreinigung werden die in den Abgasen vorhandenen Staubpartikel ausgefiltert. Die Abgase durchströmen senkrecht angebrachte Gewebefilterschläuche. Die Schläuche werden zyklisch durch Druckluftimpulse abgereinigt. Die anfallende Asche wird im Aschesilo gesammelt. Die für die Reinigung des Rauchgases zum Einsatz kommenden Gewebefilter haben den höchsten realisierbaren Staubabscheidegrad für industrielle Anlagen von 99,5%. Das sich anschließende Saugzuggebläse sorgt für eine permanente Luftströmung im gesamten Verbrennungssystem.
Durch die Einbauten der Kesseltrommel wird der Dampf vom Wasser getrennt und zu den im oberen Teil des Kessels befindlichen Überhitzern geführt. In den Überhitzern wird der Dampf von 350 Grad Celsius auf 535 Grad Celsius erhitzt, bei einem Druck von 135 Bar. Von dort strömt der Dampf zur Turbine. Die Dampfturbine hat eine Leistung von 20 Megawatt. Sie ist unterteilt in einen Hochdruckteil mit 4 Megawatt Leistung und einen Niederdruckteil mit 16 Megawatt Leistung. Der Dampf strömt mit hohem Druck und hoher Temperatur in die Turbine ein und gibt seine Energie über die Turbinenschaufeln an den Turbinenläufer ab. Dieser wird in eine Drehbewegung versetzt und treibt dabei über ein Getriebe den Generator an. Nachdem der Dampf im Hochdruckteil der Turbine einen Teil seiner Energie abgegeben hat, wird er wieder dem Kessel zugeführt und im Zwischenüberhitzer nochmals auf 535 Grad Celsius erhitzt. Mit einem Druck von 25 Bar wird der Dampf dem Niederdruckteil der Turbine zugeführt. Am Turbinenaustritt besitzt der Dampf noch eine Temperatur von ca. 35 Grad Celsius und einen absoluten Druck von 0,07 Bar, also Vakuum. Aus dem Niederdruckteil der Turbine wird der Prozessdampf für die Wärmelieferung ausgekoppelt. Die Wärmeleistung beträgt ca. 10 Megawatt. Die Drehbewegung der Dampfturbine treibt den angeschlossenen Generator an. Dieser hat eine elektrische Leistung von 20 Megawatt. Der Generator besteht aus dem Rotor, dem Stator und der Erregermaschine. Die Erregermaschine erzeugt im Rotor, dem sich drehenden Teil des Generators, ein Magnetfeld. Nun wird durch Rotor und Stator mittels Induktion Strom erzeugt. Die Leitwarte ist das Herzstück der Anlage. Alle wichtigen Abläufe werden durch Leitstandsfahrer permanent überwacht und geregelt. Die Anlage produziert in jährlich bis zu 8000 Betriebsstunden rund 150.000 Megawattstunden Strom.